Moin Leute, ein ganz herzliches Willkommen zurück zur Hallenmeisterschaft und erstmal ein frohes neues Jahr. Viel Glück für die kommenden, ich weiß gar nicht, 365 oder 366 Tage, könnte ein Schaltjahr sein, ist aber auch egal. Mega geil, dass es so gut angekommen ist, die Hallenmeisterschaft. So soll es dann heute weitergehen mit diesen Partien. Wir schauen gleich noch einmal gemeinsam auf die Tabelle und ansonsten geht's ja in den kommenden Tagen auch mit der Zwischenrunde weiter. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß hierbei. Ich bin schon am Lallen. Naja, viel Spaß, danke fürs Reinschalten und los geht's mit Gruppe A. Viel Spaß! Den dritten Spieltag eröffnen Leipzig und Werder Bremen, zwei Mannschaften, die bislang erst einmal gespielt haben. Halzenberg mit dem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte. In der Mitte findet er Patrick Schick. Und der bringt die Pille mit viel Glück über die Linie. Pavlenka sieht nicht ganz glücklich aus. Werder Bremen jetzt aber auch mal mit der ersten Möglichkeit. Eggestein, aber kann ihn nicht gefährlich aufs Gehäuse bringen. Halbe Minute noch zu spielen im ersten Durchgang. Da ist Halzenberg. Unglücklich fällt der Ball dann Forsberg vor die Füße. Zumindest unglücklich aus Perspektive von Werder Bremen. Da spielte Leipzig in die Karten, zwei Tore Vorsprung. Bremen hatte jetzt eine große Aufgabe vor sich, nur noch anderthalb Minuten zu spielen im zweiten Durchgang. Das ist Konrad Leimer, testet da mal Pavlenka. Diesmal eine gute Parade vom Bremer Schlussmann. Werder kam aber wieder ran durch Maxi Eggestein. 48 Sekunden vor Schluss, die Hoffnung keimte nochmal auf, aber Leipzig wollte nichts anbrennen lassen. Emil Forsberg zu Halstenberg. Nochmal Forsberg, Maxi Eggestein dazwischen. Aber es langte nicht. Bremen verliert das erste Spiel. Leipzig holt sich den ersten Dreier. Schalke gegen Frankfurt. Die zweite Partie in der Gruppe A. Es ging ganz gut los für Königsblau. Da ist Ozan Kabak. Ein paar nette Spielchen mit dem Ball. Dann der erste Abschluss. Guido Burgstaller. Kommt aber nicht zum Torerfolg. Nun Frankfurt in den goldenen Trikots auch nach vorne mal unterwegs und dann ist es ein denkbar unglückliches Eigentor von Kutucu. Hinteregger weiß gar nicht, wie er sich freuen soll. Eigentlich war es ja auch nicht sein Treffer. Trotzdem ließ er sich feiern. Frankfurt ganz gut im ersten Abschnitt. Bas Dost steht da völlig frei. Und bringt den Ball dann über die Linie. Etwas unglücklich, aber das ist dann schwach verteidigt und nicht unverdient. Zweiter Abschnitt, gerade erst begonnen. Bastos da mit den Spielchen. Dicker lässt sich da aber auch drauf ein. Das kann ganz schnell in die Gegenrichtung umschlagen. Burgstaller aber wie auch in der Bundesliga draußen. Unglücklich vorm Kasten. Nastasic hatte hier die Chance, um anzuschließen, anderthalb Minuten vor Schluss. Dann wurde die Zeit aber immer knapper. Ozan Kabak zu Guido Burgstaller. Hat eine gute Übersicht, da ist Matija Nastasic. 9 Sekunden vor dem Ende macht er das 1:2. Gut vorgelegt von Burgstaller. Mehr kam aber nicht, die Zeit wurde eben zu knapp. Schalke hat dann für die restliche Spielzeit eine schwierige Aufgabe vor der Brust. Gruppe B, Gladbach und Augsburg, zwei Teams, die einmal gewinnen konnten. Augsburg verlor noch einmal. Borussia Mönchengladbach hat jetzt gerade am dritten Spieltag erst das zweite Spiel, musste hier den frühen Rückstand hinnehmen. Florian Niederlechner, schön freigespielt, bleibt da ein eiskalt vor Jan Sommer. Mit dem langen Bein kriegt er ihn am Schweizer vorbei. Gladbach brauchte davon, sich zu erholen. Lars Stindl, dann ein schöner Trick, aber viel Ertrag kommt nicht raus, bis dann in der Mitte doch der Mitspieler gefunden wird. Doch Kubeks Tor gerät nicht wirklich in Gefahr. Janschke, das war hier eine durchaus ruppige Partie. Philipp Max resolut im Zweikampf, verliert dann den Ball. Stindl, aber zweiter Sieger gegen Kubek. Zweiter Abschnitt, Gladbach jetzt von rechts nach links. Lars Stindl hat da wieder relativ viele Freiräume. Zieht dann ab aus der zweiten Reihe.
Wirklich gefährlich ist das nicht. Kubek nun unter Druck gesetzt. Die Augsburger. Lars Stindl spielt in die Mitte. Und Markus Thüram gleicht aus. Das verdiente 1:1 hier im zweiten Durchgang. Letzte Minute läuft schon. Nochmal so ein Fehler. Benzebaini. Thüram zu Benzebaini muss es natürlich machen. Kubek hält und damit den Punkt fest. Beide Mannschaften also am dritten Spieltag mit 4 Punkten. Leverkusen gegen Paderborn also am dritten Spieltag. Die in Rot gekleideten Leverkusener hier besser drauf, aber Paderborn versuchte es spielerisch zu lösen. Das konnte man ihm mal wieder nicht als Vorwurf vorhalten. Trotzdem waren sie dann hinten gefährdet. Vorne dann die erste Möglichkeit nach einer halben Minute, wurde aber nicht. Radetzky konnte parieren. Dann dauerte es etwas bis zur nächsten Möglichkeit. Amiri mit einem wunderschönen Stückchen, aber ohne Ertrag. Nun Leverkusen mit dem Ballgewinn. Das Bailey alleine vor Hut, dann scheitert er, aber Mamba ist dann rechtzeitig wieder da. War auf jeden Fall mehr drin aus Leverkusener Sicht. Doch die Fehler bei Paderborn häuften sich. Demir Bay schließt ab in die Arme von Hut. Viel zu einfach. Die letzte Minute brach an. Da ist Lars Bender in der Mitte, sieht das sensationell. Nadir Amiri, der macht das 1:0, bedeutete auch die Entscheidung. Leverkusen siegt Paderborn damit im zweiten Spiel ohne Sieg. Für Bayern und Köln schon das letzte Spiel in der Gruppenphase. Die Roten Münchner hier wollten sie von Beginn an klar machen, dass der Dreier auf ihre Seite wandert. Die dicke Chance gehörte Modest. 20 Sekunden Vandal gespielt. Hätte es sein können. Alleine vor Neuer. Köln spielt aber richtig mutig. Wieder Modest. Aber auch wieder Manuel Neuer. Das wiederholt sich. Da ist Kingsley Schindler. Modest. Super von Neuer, der seinen Fehler da selber wieder ausbadet. Bayern versteifte sich auf die Defensive. Ein Unentschieden würde sie ja sicher in die nächste Runde bringen. Aber das war durchaus mit Risiko behaftet. Benjamin Pavard, der erste gute Abschluss in die Arme von Horn. Letzte Minute. Erst die Parade von Horn. Verstrate und Horn da im Passspiel im eigenen Strafraum. Durchaus gefährlich, belohnt sie aber mit dieser Chance, die nichts wurde. Bayern und Köln trennen sich 0:0. Entscheidungsspiel also zwischen Hoffenheim und Union Berlin. Union könnte mit einem Sieg Gruppenzweiter werden und sich damit für die nächste Runde qualifizieren. Für Hoffenheim würde dieses 0:0 erstmal auch nicht reichen, zumindest nicht für die sichere Qualifikation. Dann gäbe es ein Entscheidungsspiel zwischen Hoffenheim und Köln. Und es sah so aus, als würde das hier tatsächlich 0:0 zu Ende gehen können. Die erste Halbzeit mit sehr wenigen Möglichkeiten bestückt. Union Berlin mit dem Ballverlust. Lukas Rupp alleine vor Gikiewicz, trifft aber nur den Pfosten. Das muss es natürlich sein. Zweiter Abschnitt. Union Berlin lauerte hier und hoffte dann auch die Chancen zu bekommen. Die bekamen sie, aber sie nutzen sie einfach nicht. Wie gesagt, ein Tor für Union und sie würden sich auf Platz 2 katapultieren. Hoffenheim mit einer harmlosen Aktion hier, 1,5 Minuten vor Schluss. Nun Union, sie wurden mutiger. Nur noch knapp über 1 Minute zu spielen. Lukas Rupp zu Grilic, der setzt 2-mal nach und belohnt sich. Und Hoffenheim, das entscheidende 1:0 bringt Hoffenheim in die nächste Runde. Bayern als Gruppenerster, die Zwischenrunde dann mit Hoffenheim besetzt. Union und Köln verabschieden sich damit vorzeitig aus dem Turnier. Die Gruppe D weist ein ziemlich enges Teilnehmerfeld auf. Dortmund 4 Punkte, Hertha 4 Punkte, Düsseldorf 3 Punkte. Es wird also nochmal knapp. Hier muss man also auf jeden Fall aus Dortmunder Sicht die Punkte bei sich behalten. Die erste Chance gehörte auch Schwarz-Gelb. Nun David Kownacki in die Arme von Roman Bürki. Das war nicht so gut, aber das war noch viel schlechter.
Böki mit dem Fehler, Kovnatski in die Füße geschmissen, der zieht dann ab. Dortmund also unter Druck, musste jetzt aufpassen, denn Hertha würde so einen Punkt reichen, aber auf Spielchen wollte sich der BVB nicht einlassen. Drum machte Jadon Sancho nach 2 Minuten den 1:1 Ausgleichstreffer. Zweiter Durchgang, der brauchte etwas, um anzulaufen, wurde dann aber auch nochmal richtig dramatisch. Henning zu Erik Tommy, trifft aber nicht den Kasten. Ruben Hennings versucht da das Ganze spielerisch zu lösen und sie kommen sogar nach vorne. Der Ball fällt Bürki in die Arme. Minute noch zu spielen. Jadon Sancho nochmal und dann völlig unglücklich. Diese Aktion, was macht denn Düsseldorf da? Bekommt die Pille nicht geklärt. 2, 3 Versuche haben sie da, schaffen es aber einfach nicht. Und das schmeißt sie aus dem Turnier. Dortmund gewinnt mit 2:1. Düsseldorf damit ohne Chance noch an Hertha vorbeizuziehen. Somit das Spiel Freiburg gegen Hertha, aber nicht bedeutungslos, denn Hertha kann mit einem erhöhten Sieg sogar als Erster in die nächste Runde einziehen. Für Dortmund würde dann die Zwischenrunde drohen. Die erste Chance hatte auch die Hertha. Aber Freiburg wollte sich gebührend aus dem Turnier verabschieden. Nils Petersen legt in die Mitte. Selke aber dazwischen. Der Kopfball dann zu schwach. Freiburg aber befreit. Klar, sie hat nichts mehr zu verlieren. Nils Petersen, Jahrstein hält. Doch Jonathan Schmid kann abstauben. Macht das 1:0 für die Breisgauer. Zeigten hier auf jeden Fall Kampfgeist. Das würde für Hertha jetzt erstmal nur Platz 2 und eben Zwischenrunde bedeuten. Zweiter Durchgang. Petersen legt rüber. Jonathan Schmid hätte hier die Chance gehabt zum Doppelpack. Vergibt diese Möglichkeit aber. Nächste Chance. Schwolo dazwischen. Kam nochmal was von Hertha. Die letzte Minute fast im Anbruch. Eduard Löwen, Freiburg jetzt hinten tief drin. Die wollten dieses 1:0 mit Mann und Maus verteidigen. Schwolo, starke Parade. Letzte Sekunden, gab es nochmal eine Chance. Da ist Löwen, der angeht, schließt ab, aber Zeit war vorbei. Freiburg verabschiedet sich also tatsächlich erhobenen Hauptes aus dem Turnier. Hertha muss in die Zwischenrunde. Jo, der dritte Spieltag ist damit abgeschlossen. Erste Entscheidungen sind gefallen. Gleich folgen noch die Zusatzspiele. Wir schauen nochmal auf die Tabelle oder auf die Tabellen rechts. Also schon abgeschlossen. Hertha und Hoffenheim in die Zwischenrunde. Bayern und Dortmund sind safe weiter. Köln, Union, Düsseldorf und Freiburg sind leider raus. Jetzt geht's aber weiter eben mit den Zusatzpartien. Zwei noch ungeschlagene Mannschaften. Leipzig und Wolfsburg jeweils mit 4 Punkten. Weit oben in der Tabelle könnte ein Entscheidungsspiel sein darum, wer Gruppensieger wird und sich damit sicher fürs Viertelfinale qualifizieren kann. Der VfL Wolfsburg früh unter Druck, aber Castells konnte halten. Nun auch mal die erste Chance für die Wölfe selbst. Gulaschi aber kann halten. Kuhn Castells spielt dann ein bisschen mit dem Feuer, wird aber belohnt. Brooks, da ist Xaver Schlager. Scheitert an Gulaschi, dann kriegen sie es irgendwie geklärt. Etwas glückliche Szene für die Roten Bullen. Zweiter Durchgang, der VfL Wolfsburg wieder mit dem Versuch, es spielerisch zu lösen. Konaté scheitert aber vor Castells. Keine Minute mehr zu spielen im zweiten Durchgang. Ein 0:0 ginge für beide wohl in Ordnung. Aber wenn man Gruppensieger werden will, dann muss man gewinnen. Paulsen schießt das 1:0. Knapp über eine halbe Minute noch zu spielen. Xaver Schlager, super Einzelaktion. Läuft da durch die gegnerische Hälfte und schließt ab. Macht das 1:1. Wichtiger Treffer für die Wölfe. Geht natürlich zu einfach aus Leipziger Sicht, aber sie konnten es nicht verhindern. So geht diese Partie 1:1 aus. Beide Teams damit nach 3 Spielen mit 5 Punkten. Schalke gegen Werder Bremen, eine ja ebenfalls wichtige Partie. Schalke muss jetzt was reißen, ansonsten ist es sicher vorbei. Alessandro Schöpf geht da an, Capino kann aber halten.
und bewahrt so seine Mannschaft vorm Rückstand. Ganz rund läuft es bei beiden auch nicht in diesem Turnier. Schubert hier mal mit einer Glanzparade gegen den SVW. Immer noch der erste Durchgang, die Anfangsphase richtig gut. Marc Uth wird da nicht vom Ball getrennt. Die Bremer geben nur Geleitschutz. Nastasic kommt beim zweiten Mal durch, aber ohne Erfolg. Nun Matondo hier mit einer guten Einzelaktion. Geht da relativ einfach durch. Capino kann wiederhalten. Zweiter Durchgang jetzt. Wer kann hier den Sieg auf seine Seite holen? Es sah ganz gut aus für Schalke, Marc Uth, aber was für eine vergebene Chance. Das muss es mal wieder sein. Yuya Osako hat die gute Übersicht. Da ist aber lang. Der scheitert mal wieder am Keeper. Die letzte Aktion. 5 Sekunden noch. Gibt's noch mal eine Chance? Sie gab es für Matti Anastasic. Aber es ist vorbei. 0:0. Bitter für Schalke. Damit meint das nicht passiert. Und zwar, wie Schalke schon rauszufliegen vom letzten Spieltag, müssen sie hier gegen Gladbach gewinnen, um realistische Chancen zu haben, um weiterzukommen. Sie versuchten es, taten sich aber schwer gegen gut organisierte Gladbacher, die mit ihrer Punktezahl bislang ganz zufrieden sein können, aber für den Tabellensieg auch bestenfalls gewinnen müssen. Jan Sommer aber war erstmal bemüht, hier seine Mannschaft überhaupt im Spiel zu halten, weil Mainz durchaus nach vorne auf die Tube drückte. Das sah richtig gut aus. Fernandes mit der Hacke zu Brosinski. Starke Parade von Jan Sommer. Zweiter Durchgang. Christoph Kramer im Ballbesitz. Ein paar Übersteiger. In der Mitte versucht er dann seinen Kollegen zu finden. Ist aber alles unter dem Strich zu leicht zu klären. Kramer mit dem Ballgewinn. Mit der Hacke zu Stindl, aber es sollte noch nicht sein. Die Zeit lief jetzt davon für Mainz, dieses 0:0 eben vollkommen zu wenig. Die Möglichkeit war da. Onisivo zu Fernandes und Onisivo scheitert an Sommer. Und das war's. Mainz fliegt wohl raus. Für Gladbach besteht noch eine Möglichkeit zum Gruppensieg. Paderborn, das sieht nicht gut aus. 1 Punkt nach 2 Spielen, Augsburg hat 4 Punkte nach 3 Spielen. Aber ein einfaches 1:0 würde Paderborn an Augsburg vorbeibringen in der Tabelle. Aber die bessere Anfangsphase ganz klar auf Seiten der Vogelstädter. Und sie hatten auch das Selbstvertrauen, spielten bislang wirklich eine ganz gute Serie. Niederlechner, im letzten Spiel traf er, jetzt scheitert er aber hier an Zingerle. 1 Minute noch zu spielen im ersten Durchgang. Jahns macht das richtig stark, setzt am meisten nach und eiert das Ding dann irgendwie über die Linie. Ganz kurioser Treffer. Aber der SC Paderborn führte und schob sich somit in der Tabelle an Augsburg vorbei. Zweiter Durchgang. Hünemeyer resolut im Zweikampf. Dann aber dieser Fehlpass. Könnte katastrophal enden. Tin Jedwai. Gut von Zingerle in der Situation. Nur wenige Sekunden später. Zingerle mit Glück löst er das. Da im 1 gegen 1 zu Linski mit dem Flugkopfball an. Das fangt's. Paderborn stellte sich jetzt ganz gut hinten rein und der FC Augsburg ließ es ein bisschen vermissen, was es anging, kontrolliert zu spielen. Und so kamen sie nicht mehr zu einem Treffer. Müssen jetzt darauf hoffen, dass Paderborn am letzten Spieltag hoch verliert. Sieht ganz gut aus für Leipzig aktuell, doch um Gruppensieger zu werden, müssen sie gegen Frankfurt gewinnen. Dann würden sie es aus eigener Kraft schaffen, es sei denn, Wolfsburg bringt einen höheren Sieg aufs Papier. Die erste Chance gehörte aber Frankfurt, Fernandes mit dem Abschluss nicht wirklich gefährlich. Die in Gold spielenden Frankfurter waren hier durchaus mutig. Das letzte Spiel konnten sie ja auch durchaus erfolgreich gestalten, fanden sich jetzt mittlerweile richtig gut rein hier ins Turnier. Es war eine offene, eine spannende Partie. Hinteregger scheitert
aber Silva kann es ausnutzen. Bleibt da eiskalt. Natürlich ist das für ihn dann nur noch Formsache. Unglücklich die Verkettung dieser Umstände. Fällt an Silva der Ball komplett einfach vor die Füße. Der schiebt ihn über die Linie. Zweiter Durchgang. Frankfurt aktuell an der Tabellenspitze und damit sicher im Viertelfinale. Fernandes. Viel zu einfach geht er da durch. Gulaschi kann den schwach getretenen Ball aber halten. Und wieder Silva. Frankfurt war hier richtig gut drauf. Sie hätten den nächsten Treffer erzielen müssen, spätestens jetzt. Aber immer noch war irgendwer dazwischen. Schlecht für Leipzig, dieses 0:1. Sie hätten es nicht mehr in der eigenen Hand. Und dann gab es die Entscheidung, das 2:0 für Frankfurt. Und jetzt muss Leipzig hoffen, dass die Konkurrenz angemessen für sie punktet. Bremen hat tatsächlich noch die Chance, sich für die Zwischenrunde zu qualifizieren, obwohl man mit 2 Punkten nach 3 Spielen dasteht. Dazu muss aber der Sieg logischerweise gegen Wolfsburg her. Tisserand zu William, das dauert ein bisschen zu lange, zu verspielt. Der Abschluss ist dann zu schlaff. Unter kuriosen Umständen, wenn Bremen 1:0 gewinnt und Wolfsburg hier eben keinen Sieg oder keinen Punkt einfahren kann, würde Bremen mit Wolfsburg in die Zwischenrunde gehen und Leipzig wäre komplett raus. Frankfurt als Gruppensieger weiter. Das Szenario gar nicht mal so unrealistisch. Wolfsburg aber wollte natürlich aus eigenen Stücken Gruppensieger werden. Dazu ist auch der Dreier notwendig. Die Chance war da. Pavlenka aber mit einer starken Parade. Nun Gebre Selassie legt in die Mitte und da ist Johannes Eggestein. Das Szenario aktuell also tatsächlich realistisch. Stand jetzt Frankfurt Gruppensieger, Bremen und Wolfsburg in der Zwischenrunde. Doch die Wölfe wollen sich diese Extraspiele sparen. Maxi Arnold zu Wout Weghorst, zu Arnold, zu schlaff. Pavlenka hält das Ding. Jetzt noch 10 Sekunden zu spielen. Gab es nochmal die Chance für den VfL Wolfsburg. Bremen mit dem Abschluss. Das hätte Wolfsburg aus dem Turnier gekegelt, aber es blieb beim 1:0. Leipzig ist raus, Wolfsburg und Bremen tatsächlich in der Zwischenrunde und Frankfurt ist sicher im Viertelfinale. Auch in Gruppe B ist noch nicht viel entschieden. Gladbach gegen Paderborn, beide Mannschaften mit der Chance, Gruppensieger zu werden, aber auch beide mit der Gefahr, noch gänzlich aus dem Turnier rauszufliegen. Gladbach wollte hier den Sieg einfahren. Erste Chance, Player scheitert aber an Zingerle. Nun dieser Fehler von Jan Sommer. Zulinski nutzt es aus. 1:0 für den SC Paderborn. Das kann ganz bitter enden für Borussia Mönchengladbach. Mainz hat ja die Chance, über einen Sieg an Gladbach dann vorbeizuziehen. Vor allem, wenn man so ein schlechtes Torverhältnis hat wie die Fohlen. 0:2 jetzt schon. Auweia, Paderborn an der Tabellenspitze aktuell. Und Gladbach muss dann wirklich zittern. Nächster Fehler. Collins erobert ihn und dann Michel. Mit etwas Glück vorbei an Jan Sommer und es stand 0:3 zur Pause. Das war mal eine richtig dicke Ansage. Für Gladbach war es jetzt eigentlich egal. Hier war tatsächlich nicht mehr viel möglich. Einzig und allein die Hoffnung darauf, dass die Konkurrenz für Gladbach angemessen punktet. Das Spiel trudelte jetzt langsam aus. Paderborn hatte nochmal Lust, wollte erhöhen, Michel in die Arme von Sommer. So blieb es beim 3:0. Paderborn also aktuell tatsächlich sogar Gruppensieger und Gladbach muss auf die Konkurrenz hoffen. Will Leverkusen sicher ins Viertelfinale einziehen, so müssen sie gegen Mainz gewinnen. Mainz kann eben mit dem Sieg an Gladbach noch vorbeiziehen aufgrund des schlechten Torverhältnisses der Fohlen. Jonathan Tah scheitert an Müller. Das hätte es nach 15 Sekunden dann schon sein können. Jetzt eine Minute gespielt. Kai Havertz und Radetzky da im Passspiel im eigenen Mittelfeld. Sollte man immer vorsichtig mit sein. Kevin Volland wieder Müller, der Sieger. Zweiter Durchgang. Im ersten gab es da nämlich nicht mehr viel. Kai Havertz und Jonathan, tja, der weiß nicht ganz so wohin mit dem Ball. Volland verliert ihn an Onisivo. Radetzky mit der Parade, die Szene noch heiß. Jonathan Tah verliert den Ball wieder. Niakate schießt Mainz in die Zwischenrunde und Gladbach aus dem Turnier.
Leverkusen aber kann diesen Fehler ausnutzen. Nein, Jonathan Tah doch. Kai Havertz. Eine Minute 20 vor Schluss. Leverkusen und Gladbach in der Zwischenrunde. Paderborn als Gruppenerster weiter. Mainz wäre raus. Aber Mainz wollte unbedingt hier gewinnen. Wollte sich nicht verabschieden. Der Super-GAU für Gladbach wäre das. Quaison vor dem Kasten. Niakate, nochmal Niakate. Es sollte nicht mehr sein. Mainz fliegt raus. Paderborn als Gruppensieger tatsächlich also im Viertelfinale. Jo, dann haben wir noch einmal die Ergebnisse im Überblick. War doch jetzt nochmal relativ spannend am Ende. Also, ja, kann man sich eigentlich, glaube ich, eher weniger beschweren. Wir schauen auf die Tabellen. So sieht das Ganze aus. Die Zwischenrunde wird dann auch in den folgenden Tagen kommen. Bremen, Wolfsburg, Leverkusen, Gladbach, Hoffenheim und Hertha werden sich darin wiederfinden. Ansonsten soll es das gewesen sein für den Spieltag 3 und 4. Danke fürs Dabeisein. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten bis zum nächsten Mal und adios.